Im Dienst von Demokratie, Frieden und Entwicklung. Seit 50 Jahren ist das der Leitspruch der Hans-Seidel-Stiftung. Das sind 5 Jahrzehnte Engagement im Geist des christlichen Humanismus, im Bewusstsein sozialer Verantwortung. Aber auch 5 Jahrzehnte im Einsatz für rechtsstaatliche Strukturen, für eine Wirtschaftspolitik auf der Grundlage einer sozial orientierten Marktwirtschaft. Zu Hause in Bayern und in der ganzen Welt. Als Hans Seidel am 16. Oktober 1957 zum Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern gewählt wird, eilt ihm sein Ruf als Architekt des modernen Bayern voraus. Als Mann der ersten Stunde in der CSU und Mitglied der verfassungsgebenden Versammlung prägte der 1901 in Aschaffenburg geborene Hans Seidel mit seiner Politik die damals noch junge Demokratie. Erst Landrat Aschaffenburgs, später Wirtschaftsminister und Parteivorsitzender, führte er das kriegszerstörte Bayern in die Zeit des Wirtschaftswunders. Zeitlebens ist seine Politik geprägt durch ethische Fundierung und Handeln im Geist des Humanismus. Hans Seidel war nicht nur ein Macher. Er hat nicht nur angepackt und gestaltet, auch als Minister, dann als Ministerpräsident oder als Parteivorsitzender, sondern er hat ein Wertefundament. Er hat intensiv nachgedacht, was machen eigentlich die Werte einer Gesellschaft aus, auf welcher Basis beruht sie. Als Institution für politische Bildung gegründet, bietet die Hans-Seidel-Stiftung seit 1967 tausenden Bürgern eine Vielzahl von Angeboten. Mit ihren Veranstaltungen zu Politik, Wirtschaft und Gesellschaft versucht sie zu informieren und so in einer unruhigen Zeit Orientierung zu geben. Vor dem Hintergrund einer steigenden Politikverdrossenheit wirbt die Stiftung für eine demokratisch-freiheitliche Grundordnung. Gleichzeitig hat sie zum Ziel, viele Menschen für eine aktive Beteiligung in Staat und Gesellschaft oder im Ehrenamt zu begeistern. Vor allem, dass es Menschen befähigt hat und ermuntert hat, sich für die Demokratie, für das Gemeinwesen zu engagieren und es nicht per Appell, sondern indem man diesen Menschen ein Rüstzeug gibt. Verstehen zu können, was sind die Prozesse, die da im Hintergrund laufen und damit auch einen Beitrag zur Stabilisierung der Gesellschaft zu finden. Weil wir erleben in diesen Tagen halt auch, dass die, die mit einfachen Antworten hausieren gehen, sehr starken Zulauf bekommen. Und da sollte eine politische Stiftung wie die Hans-Seidel-Stiftung auch einen deutlichen Kontrapunkt setzen. 2001 eröffnete an der Zentrale an der Münchner Lazarettstraße das Konferenzzentrum der Stiftung. Als wichtiger Anlaufpunkt für Interessierte und Mitglieder ist es seitdem neben den Bildungszentren Dreh- und Angelpunkt der Stiftungsarbeit. Hier befindet sich auch das Archiv christlich-sozialer Politik. Hier lagert im wahrsten Wortsinne die politische Geschichte Bayerns. Mit dem Nachlass zahlreicher bayerischer Ministerpräsidenten sowie der Dokumentation jahrelanger Parteiarbeit und einer umfassenden Sammlung von Zeitdokumenten christlich-sozialer Polithistorie versteht es sich als zentrales Gedächtnis der CSU und der ihr nahestehenden Institutionen. Alle Bestände sind zudem über die Online-Datenbank jederzeit weltweit digital recherchierbar. Eng verbunden ist die Hans-Seidel-Stiftung seit den 70ern mit ihren Bildungszentren. Kreut als Markenkern der Stiftung war umgeben von einem Mythos, den so wahrscheinlich kein anderer Tagungsort erreicht hat. Nicht zuletzt durch die jährlichen Klausurtagungen der CSU wird Kreut ins Rampenlicht gerückt. Grundlegende Weichenstellungen christlich-sozialer Politik haben ihren Ursprung über dem Tegernseer Tal. 2016 gibt man das ehemalige Kurbad aus Kostengründen wieder in die Hand der Wittelsbacher. Kloster Banz ist seitdem umso bedeutender für die Arbeit der Stiftung. Keimzelle der kulturell wie politisch geprägten Auseinandersetzung. Die ehemalige Benediktinerabtei im Obermainland repräsentiert die Stiftung in Franken. Banz hat eine Anziehungskraft, vor allen Dingen für die Teilnehmer aus Franken und ist inzwischen ebenfalls so der Pilgerort für all diejenigen geworden, die politische Bildung vermittelt bekommen wollen, die Rhetorikseminare machen, in denen es Begegnungstreffen gibt, aber in denen auch große Feste gefeiert werden können durch die schönen Säle. Fester Termin jedes Jahr, die Jahrestagung der Stipendiaten. Für 4 Tage kommen die Teilnehmer des Förderprogramms der Hans-Seidel-Stiftung in Kloster Banz zusammen. Ein Treffen geprägt von interkultureller Verständigung, geistigem Austausch und Diskussionen politischer Themen. Das Institut für Begabtenförderung ist ein wichtiger Eckpfeiler der Stiftungsarbeit. Jahr für Jahr unterstützt es über die Fachgrenzen hinweg zahlreiche Begabte aus In- und Ausland. Sowohl finanziell als auch ideell. In Form von Seminaren, Tagungen oder Studienfahrten.
Ziel ist es, das Wissen um die Bedeutung von demokratischen und rechtsstaatlichen Strukturen zu verdeutlichen und Problembewusstsein zu entwickeln. Die geförderten Auslandsstipendiaten und jungen Wissenschaftler haben vor allem in den Regionen Osteuropas, Asiens, Afrikas und Südamerikas ihre Heimat. Kontinente, die auch Schwerpunkt in der Auslands- und internationalen Zusammenarbeit der Hans-Seidel-Stiftung sind. Ihre weltweit verteilten Projektbüros entwickeln mit Partnern vor Ort Konzepte, die einerseits Entscheidungsträger und andererseits die Zivilgesellschaft auf verschiedensten Ebenen unterstützen. Themen wie Bildung, Frauenförderung, Umweltbewusstsein oder ethisch-soziale Konfliktlösung sind dabei nur einige Felder. Um die ideengebenden Stimme der Stiftung national wie international Gehör zu verschaffen, sind die Verbindungsstellen in Washington, Moskau, Athen und Brüssel und nicht zuletzt das Hauptstadtbüro in Berlin entscheidend. Sie pflegen Beziehungen auf bi- und multilateraler Ebene und kümmern sich um Kontakte zu politischen Institutionen und Vertretern aus Zivilgesellschaft und Wirtschaft. In einer immer stärker globalisierten Welt und einem zunehmend verflochtenen, gleichzeitig aber auch gespaltenen Europa ist das Bekenntnis zur transatlantischen Dialog und europäischer Integration wichtiger denn je für die Hans-Seidel-Stiftung. Für die europäische Dimension gilt, denke ich, unverändert die berühmte Formulierung von Franz Josef Strauß: Bayern ist unsere Heimat, Deutschland unser Vaterland und Europa unsere Zukunft. Die Krise in Europa fordert auch uns heraus, weil es auch unsere Zukunft ist. Ich glaube, wir haben gerade auf europäischer Ebene einen großen Orientierungsbedarf. Wohin soll die Reise gehen? Sind wir mit dem zufrieden, was wir erreicht haben? Ist das, was wir erreicht haben, vielleicht sogar in Frage gestellt? Und das, da gilt es sich wieder zurückzuerinnern. Was sind die tragenden Säulen? Nicht nur das Gutleben, sondern das menschenwürdig Leben und das Miteinanderleben und das Miteinandergestalten. Herzkammer dieser Ideenfindung ist München. Dialoge über Aspekte von internationaler wie nationaler Bedeutung werden hier angestoßen und vertieft. Die Akademie für Politik und Zeitgeschehen in der Hans-Seidel-Stiftung sieht sich als Einrichtung der Politikanalyse und Beratung. Sie greift aktuelle politische und gesellschaftlich relevante Diskussionen auf und bietet vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Analyse Lösungsansätze. Aus den Dialogen zwischen Entscheidern aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur erwachsen Denkanstöße, an denen sich politische Eliten in ihrer Entscheidungsfindung orientieren. Ein halbes Jahrhundert Hans-Seidel-Stiftung, 5 Jahrzehnte, in denen sie viele Erfolge feiern und Erfahrungen sammeln konnte. Eine gute Grundlage für den Weg in die Zukunft. Eine Zukunft, in der die Hans-Seidel-Stiftung auch weiterhin Menschen ermutigt, sich für Demokratie, Frieden und Entwicklung aktiv einzusetzen. Daheim in Bayern und weltweit.